Ich bin ins Archiv reingetaucht. Wir sehen hier, wir würden dann wahrscheinlich sagen, Hängeregistraturmappenbeschriftung. Das ist da feinsäuberlich hergeschrieben worden. Wir haben also Flitzer hier im Archiv und dort hat es dann so Kuvert drin. Das sind jetzt Negativ-Kuvert und es fällt hier eigentlich schon auf. Es hat so eine Tendenz zu 1974. Das wird noch offensichtlicher, wenn wir ins Findmittel reingehen. Da sehen wir, was es im Bilderarchiv von Inge so für Bildstrecken hat zum Thema Flitzer. Und irgendwie war im März 1974 wahnsinnig viel los, wie man auf der rechten Seite sieht. Fast alles hier im März und dann noch etwas so ein bisschen im Juni. Nacktflitzer ist übrigens ein sehr schöner Begriff, finde ich. Hier sind wir auf dem Land eher. Also selbst auf dem Land kann man flitzen, aber diese auf dem Velo, ist auf dem Velo fahren, Blut, ist das Flitzen? Ich bin noch nie Blut-Velo gefahren. Ist das echt angenehm? Nein, irgendwie nicht. Das haben wir den Vater nicht, hä? Da hier sind wir in Basel, da hat einer noch eine Message hinten drauf. Was irgendwie auffällt bei diesen Fotos, muss man sagen, wir sind ja hier noch in einer Zeit vor dem Laserreporter und trotzdem ist irgendwie fleissig fotografiert worden. Man sieht hier im Bild sogar einen, der fotografiert. Da denke ich, man sieht auch noch eine Kamera. Irgendwie schmeckt das so ein bisschen nach inszeniert, oder nicht? Also vor allem, wenn das die gleiche Szene ist wie der, der noch eine Nachricht hinten drauf hat, dann tönt das schon so, wie wenn man zuerst noch Bescheid gegeben hätte. Die, die Nachrichten sich auf den Körper schreiben, das sind eigentlich nicht im engeren Sinn Flitzer, finde ich, oder? Das sind überhaupt nicht, vor allem nicht die Coolen. Im Fußball hat es dann noch angefangen, dass es ein paar Flitzer gegeben haben, die ihre Werbefläche auf dem Körper verkauft haben. Die haben dann hinten drauf noch Werbung gemacht für irgendeine Casino-Website oder so. Man konnte Geld verspielen und haben sich von denen zahlen lassen. Das ist natürlich sicher mit dem Flitzer ihren Kodex vereinbar, auf keinen Fall. Aber irgendwie, du hast gewisse Sympathie für Leute, die Blut aufs Feld rennen, aber nicht, wenn sie Werbung machen, das kann man sagen. Wenn sie es einfach so machen, weil sie es lässig finden, völlig okay. Es ist ja auch noch, im Fußball ist es eben noch recht schwierig, weil alle die aufs Feld rennen, da hat es ja die Sicherheitsbeauftragten, die Erlaubnis haben, um die zu stoppen. Aber die Fußballer selber dürfen das nicht. Also es hat schon Fälle gegeben, von Fußballern, der Marek Suchy zum Beispiel, ein Tschech, der hat mal einen Flitzer gestoppt mit einer Grätsche. Also eigentlich, dann haben sie nachher weiterspielen können, aber er hat für das die rote Karte bekommen. Okay, aber also das Publikum, könnte man sagen, ist ja schon durchaus amüsiert, aber für die Spieler selber nur so halb cool, oder? Ja, die wollen dann halt weiterspielen und vor allem sind sie natürlich, die wissen ja auch nicht, sind das jetzt gefährliche Leute oder so, haben die noch irgendetwas dabei, wobei, wenn sie nackt sind, nicht so, aber wenn jetzt irgendjemand drauf losrennt und rennt jetzt auf irgendeinen Superstar los, wie der Cristiano Ronaldo oder so, meistens wollen sie die nur umarmen, aber die sind dann zuerst mal meistens schon ein bisschen vorsichtig.